Hallo und herzlich willkommen zur Late Night Show. Ich habe leider keinen Partyhut und auch keine Tröten hier, aber wenn ich sie hätte, würde ich ja ein ganz schönes Brimborium veranstalten, denn wir werden drei. Oder um genauer zu sein, das ganze Orkenspalter-Projekt, also Orkenspalter-TV-Projekt, wird 3 Jahre alt. Vor 3 Jahren mit der Feenkorn-Berichterstattung haben wir angefangen. Und die stellt auch das Herzstück unserer heutigen Sendung dar, von der ihr übrigens gerade den DSA Special Extended Cut seht. Ihr bekommt also mehr Inhalt pro Late-Night-Show-Folge als Leute, die das auf einem anderen Kanal gucken. Deswegen habt ihr neben unserem großen Einblick in die Feenkorn, der auch für euch länger ist als für alle anderen, auch noch ein Gewinnspiel, in dem es um Dungeon Slayers geht und die brandneue Kera-Box zu diesem altmodischen Rollenspiel. Es wird um Ralf Azam gehen, kuriose Comics, hinter denen teilweise die Leute stehen, die auch die Donjon-Comics gemacht haben, die wir letztes Mal vorgestellt haben. Aber auch unser hauseigenes Einhorn aus dem Hause Nandurion, Josh, wird zu Wort kommen. Jetzt starten wir aber direkt erstmal mit der Feenkorn und wir feiern hier, während ihr euch den Beitrag anschaut. In Bonn-Bad Godesberg findet mal wieder die Feenkorn statt. Wir stehen hier auch schon mitten im Geschehen. Hier gibt es wieder alles in Sachen Fantasy und vor allen Dingen zu Rollenspiel, ob das jetzt LARP ist oder Pen and Paper oder reines Tabletop. Hier draußen auf dem Außengelände ist man immer von Gewitterstürmen und Regen bedroht. Deswegen werden wir uns jetzt auch gleich ganz schnell reinbegehen und mal stöbern, was es so alles an Neuerscheinungen gibt auf dem Markt. Ihre Anstecker könnten vielleicht irgendwie was anderes andeuten, aber tatsächlich sind die beiden Leute hier zuständig für Uturia, einen weiteren Kontinent bei DSA. Und wie sieht's aus? Was gibt's so alles? Es sieht ganz hervorragend aus, aber ich muss mal kurz, ich werde da hinten verlangt. Und Julia? Ich darf ohne meinen Redakteur nichts sagen, aber es läuft. Uturia wird kommen. Der erste Band erscheint im August, also schon wahrscheinlich nächsten Monat. Noch bei Ulysses und danach soll es immer noch jeden Monat eine Publikation geben. Angefangen bei einem Abenteuer, was der Herr Melem schreiben soll, zusammen mit einer anderen Person und mit Martin John, der mir sehr auch bald im Interview vorgestellt wird. Der keine Person ist. Wieder ist keine Person. Mit einer weiteren Person und nein, Martin John. Nein, also ja, es sind 3 Personen, die daran schreiben. Ein hervorragender Autor, der in manchen bekannt ist, aber ich nicht weiß, ob ich ihn sagen darf. Und danach kommt der Regionalband, der sich mit den Küstenlandstrichen und den wilden Völkern beschäftigen wird. Und dann geht es eigentlich Stück für Stück weiter, gefolgt von Abenteuer zu Regionalspielhilfe. So ist der Plan. Aber mehr auf der Redcon, da wird es vermutlich auch einen weiteren Workshop dazu geben. Und dann gibt es mit Sicherheit massig neue Informationen. Vielleicht auch eine Karte. Mal schauen. Vielen Dank, Julian Klippert. Das war schon sehr viel mehr Informationen, als ich erwartet hatte, ohne seinen Redakteur. Neben mir steht Moritz Melem, den ich gerne mal als Oldschool-Papst bezeichne. Das müssen wir erstmal ein bisschen erläutern, bevor wir darauf eingehen, was Moritz derzeit alles so macht. Warum bist du der Oldschool-Papst? Es ist schlimm, wenn ich mich nicht gerne so nennen würde, aber egal. Nein, ich denke, dass ich vor allem mit oldschooligen Systemen hier in Deutschland bekannt geworden bin. Und aber auch, du hast schon von Ängsten gesprochen, die jetzt vielleicht DSAler haben mögen. Ich bin aber mittlerweile irgendwie etwas altersmilde geworden und ich verdamme auch Railroading nicht mehr zutiefst. Ich verstehe jetzt, dass vielleicht sogar Menschen daran Spaß haben könnten. Das hätte ich vor 4 Jahren zum Beispiel noch nicht gedacht. Aber generell, wenn du was machst, dann muss es normalerweise zu 50% aus Hexfeldern bestehen und der Rest ist ein Dungeon. Das ist schon mal keine schlechte Sache. Da kann man nichts falsch machen. Wenn man dann noch ein paar schicke Zufallstabellen hat, dann rennt das Abenteuer wie von alleine. Klar. Ich mag ja grundsätzlich deine Zufallstabellen sehr gerne, wo man auch mal 12 Händlern auf einem Baum begegnen kann. Ist das so eine Grundvoraussetzung, dass es immer so eine Schwachsinnskombination geben muss? Lass uns auch den Piraten, den man mitten im Dungeon irgendwo in Aventurien antrifft und der nicht weiß, wie er da hingekommen ist, nicht vergessen. Den finde ich auch legendär. Nein, ich denke, dass die Zufallstabellen dazu dienen sollten, sowohl Spielleiter als auch Spieler zu kreativen Lösungen und schnellem Denken zu bewegen. Also etwas, was ich jetzt gerade vor Kamera nicht hinkriege, aber sonst in der Spielrunde schon. Und etwas, was Menschen sonst ohne diese Zufallstabellen nicht können?
Das können die sonst nicht, nee. Also hätten wir jetzt eine für dich, würden die Antworten auch spontaner sein? Dann wäre ich jetzt witzig, unterhaltsam und hätte unfassbar abgefahrene Ideen und alle hätten Spaß, die das sehen würden. Dann kommen wir aber jetzt mal zu dem Projekt, das du aktuell größtenteils betreust. Du bist nämlich einer der Männer hinter Uturia, der Entdeckung eines weiteren DSA-Kontinentes. Und jetzt befürchten sehr viele DSAler, die ja doch ihr Railroading vielleicht gerne haben, dass du früher verdammt hast, als du noch jünger warst, dass es jetzt auch alles aus Hexfeldern besteht und Dungeons und Zufallstabellen. Ich hasse es, wenn Fragen länger sind, als meine Antworten jemals sein könnten. Aber also ich war schon länger mit Thomas Römer beispielsweise in Kontakt und habe mich immer für dieses Projekt interessiert. Habe ihn auch schon gefragt, ob ich da vielleicht irgendwie teilnehmen könnte, irgendwelche Texte zu beitragen. Und jetzt bin ich irgendwie aus Versehen in die Redaktion geflutscht. Und bin wohl, denke ich, der so für das Freie der Welt zuständig sein wird. Die anderen kennen sich mit dem DSA-Universum und den Regeln deutlich besser aus. Auch wenn, extra für die Kamera, ich besitze 175 DSA-Abenteuer und habe die auch größtenteils gelesen. Ja, bitte ein schockiertes Wackeln kurz. Die Welt geht unter. Danke. Nein, aber ich habe da tatsächlich nicht die profunde Hintergrundkenntnis und werde vor allem mich in die system- und technischen Sachen vertiefen. Und was ist es ansonsten, was dich so fasziniert hat, dass du unbedingt zu dem Projekt wolltest? Ja, eine neue Welt entdecken finde ich extrem spannend. Und wenn ich die praktisch als Autor und der Spielleiter mit seiner Gruppe komplett neu erleben kann, finde ich das eine klasse Sache. Okay, also sehr viel Neuland. Können wir uns auf viel exotischen Kram gefasst machen? Oh ja, exotischer Kram, definitiv, ganz klar. Und genau, auch sowas mache ich gerne. Kleine Monster basteln, große Monster basteln, merkwürdige Pflanzenwesen. Und das kann ich auch mittlerweile sogar halbwegs sicher mit DSA regeln. Dann nochmal ganz zum Schluss akut, woran bastelst du gerade bei Uturia? Oder gibt es von den vielen Projekten, die du vermutlich alle unter einem Hut jetzt vereinst, eins, das du ganz besonders toll findest? Ja, natürlich ist gerade Uturia das Spannendste. Ich bin mit zwei anderen Autoren am ersten Abenteuerband zugange. Ich bin vor allem da für die Gestaltung der Hintergrundwelt zuständig und ja, du hast eben schon komische Wesen, exotische Dinge angesprochen. Genau das mache ich. Und seit einiger Zeit liegt uns jetzt auch der Text des ersten Ulysses-Abenteuers zu Uturia vor. Und jetzt können wir richtig gezielt daran weiterarbeiten und das macht echt Spaß. Das heißt, Vernetzung ist auch sehr wichtig für euch? Ja, natürlich. Also ich denke, man darf sich nicht trauen, irgendwas im Bereich Schwarzes Auge rauszubringen, was nicht tatsächlich vernetzt ist und auch vom Hintergrund her absolut fundiert. Okay, dankeschön. Exotisch wie Uturia mag auch ein bisschen der Zeichenstil dieser Comics daherkommen. Aber ihr erinnert euch, wir haben auch schon Donjon vorgestellt und da sahen die kuriosen Vögelchen und anderen Tiere, die diese Fantasy-Welt bevölkerten, auch nicht gerade aus wie die größte Augenweide. Aber immerhin, auch in diesem Band gilt, der Stil bringt rüber, was er rüberbringen soll. Man versteht in jeder Szene, was vor sich geht und was die Charaktere gerade meinen und empfinden. Im Gegensatz zum Donjon, über den wir uns wirklich totgelacht haben Seite für Seite, ist Ralf Azam alles andere als lustig, leicht, locker, fluffig, sondern wirklich eine ernste Fantasy-Geschichte, die teilweise schon an der Grenze zum unangenehmen Düsternen ist. Wir haben zum Beispiel hier in unserer kleinen Late-Night-Show-Redaktion uns schon ein bisschen gezankt, ob es denn noch erträglich ist oder ob man schon den Hauptcharakter eigentlich nicht mehr leiden kann wegen einiger der Dinge, die er tut. Ich bin der Meinung, er tut sie, weil er überleben muss und es ist zwar zum Schlucken und fies. Mein Kollege Nico hinter der Kamera, der mich jetzt wahrscheinlich fies anguckt, ist der Meinung, dass das wirklich schon grenzwertig ist. Man muss die Hauptperson ja noch mögen können. Ralf Azam ist die Hauptperson. Wir sehen ihn hier. Und eins kann man schon direkt erkennen. Ralf Azam ist sicherlich nicht der glücklichste Mensch der Welt, beziehungsweise nicht der glücklichste Vogel der Welt. Und er hat blaue Haare. In seiner Welt gibt es regelmäßig Personen, die durch irgendwelche blauen Körperteile, Fellteile, Haare, Schnäbel oder sonst was gekennzeichnet werden als solche mit einer besonderen Gabe. Die haben im Grunde jede eine einzigartige Superkraft. Er hat auch eine und in der meisten Zeit äußert sich diese nur darin, dass er sehen kann, ob Leute Kinder gekriegt haben oder Kinder kriegen werden. Es gibt aber noch einen sehr viel fieseren Teil davon, der ihn praktisch unbesiegbar macht, solange er jemandem gegenübersteht, der schon mal getötet hat. Ist relativ kompliziert, aber alles in sich sehr logisch. Ralf ist damit auch eine der Personen, die möglicherweise der Auserwählte sein könnten, der eine große Geißel des Landes, in dem er lebt, besiegen könnte. Alle Kinder, die einer solchen Fähigkeit verdächtigt werden, werden regelmäßig abgeholt und zu einer Prüfung gebracht, aber natürlich steckt da mehr dahinter, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
Und die Frage ist auch, warum Ralf vollkommen unverändert von dieser Prüfung wiedergekommen ist. Es gibt hier immer wieder Rückblicke, die eine ziemlich traurige Vergangenheit aufdecken, aber auch die Gegenwart und die Zukunft sind alles andere als schön. Ich wirklich einfach nur denke, oh, wow, das hätte ich jetzt bei einem Comic mit diesem Zeichenstil nicht erwartet. Der ist eigentlich viel zu bunt und zu albern vom Erscheinungsbild her, um das irgendwie miteinander in Verbindung bringen zu können. Auch wegen der leichten Unstimmigkeit über die Fiesigkeit, die die Leute in diesem Comic unternehmen, landet er insgesamt bei uns auf einer 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ich, für meinen Teil, möchte aber auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und die einmaligen Charaktere, die darin auftauchen, fesseln einen schon. Man möchte wissen, überleben sie nicht? Und wenn sie sterben, welches schreckliche Ende wartet auf sie? Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man, was graue moralische Bereiche angeht, nicht zu empfindlich ist. So viel zu den Comics in dieser Show. Jetzt geht's zurück zur FeenCon. Da gibt es ein Interview, in dem wir uns erklären lassen, was es mit dem Gratis-Rollenspieltag auf sich hat. Ihr erinnert euch, wir haben schon mal den Gratis-Comic-Tag vorgestellt. Das ist sowas Ähnliches. Der Carsten neben mir ist hier der Ansprechpartner für den Gratis-Rollenspieltag. Das klingt, als wäre das das Gegenstück zum Gratis-Comic-Tag. Ja, das ist auch ganz ähnlich. Die Idee ist ganz vergleichbar. Wir haben uns an dem amerikanischen Gegenstück orientiert. Auch dort gibt es einen Free-RPG-Day. Und dieser Free-RPG-Day, der hat eben die Idee, Rollenspiel an Leute ranzubringen, die bisher mit Rollenspielen noch nicht viel zu tun haben. Und das wollen wir übertragen auf Deutschland, ja. Und was gibt es da an so einem Free-RPG-Day? Also bei den Comics kriegt man dann ja ein kleines Bändchen in die Hand gedrückt, aber wie lässt sich das übertragen? Wir denken darüber nach, dass es Abenteuer geben wird, die in ihren Regeln so vollständig sind, dass man sie gleich losspielen kann, dass es sonstige Gimmicks gibt. Wir haben zumindest schon mal Einsteigerregeln für Systeme, die das bisher noch nicht hatten, versprochen bekommen. Manchmal so kleine Setting-Informationen, mit denen man einfach so in so einem kleinen 16 Seiten DIN A5 Bändchen schon mal losspielen kann. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt auch noch eine Figur oder Würfel oder sowas dazu, je nachdem wie großzügig sich die Verlage dann zeigen, die mitmachen. Wann würde das starten? Das wird am 2. Februar sein, nächstes Jahr. Das steht schon fest. Okay, wie viele sind schon an Bord, wenn man fragen darf? Wir haben die Verlagsszene schon ziemlich vollständig abgegrast. Ein ganz großer Spieler, den ich hier aus Fairnessgründen nicht nennen möchte, hat sich noch nicht entschieden. Aber ansonsten ist es eine unglaubliche Resonanz. Wir haben, als wir die Website gelauncht haben, haben wir tausende von Hits gehabt und wir haben echt im 3-Minuten-Takt E-Mails bekommen. Ich möchte mitmachen, ich habe einen Rollenspielladen irgendwo in Itzehoe oder ganz im Süden der Republik, in Österreich, in der Schweiz, kann ich auch mitmachen und ich bin ein Rollenspielleiter, wir sind Vereine, wir können da in die Läden kommen und das leiten. Das ist unglaublich, was wir da an Resonanz bekommen haben, das war total spaßig. Also die ganzen Leute, die ganze Zeit auf ihren Händen gesessen haben und gesagt haben, man fangen die endlich an mit ihrem Gratis-Rollenspieltag, ich will mitmachen. Das war toll. Okay, dann wünschen wir viel Erfolg. Und dann flüchten wir mal aus dem Regen. Hier am Uhrwerkstand haben wir es geschafft, dem Chef Patrick Götz den Weg abzuschneiden. Und jetzt muss er uns Rede und Antwort stehen, nämlich dazu, was alles neu ist hier auf der Messe. Hallo Patrick. Hallo, ja, zur FeenCon haben wir drei Neuheiten oder dreieinhalb, kommen wir gleich zu. Zum einen die sehr wichtige Dungeon Slayers Kera Kampagnenbox, die halt Dungeon Slayers endlich mit einer Hintergrundwelt versorgt. Dann haben wir das auch schon lange angekündigte Space 1889 Grundregelwerk draußen, was halt eine neu überarbeitete, im Prinzip komplett neue Version vom alten englischen Space 1889 ist, mit einem anderen, besseren Regelsystem, mit neuen Hintergrundtexten, teilweise übersetzten Sachen aus dem alten Englischen, aber im Prinzip ein komplett neues Buch, was es so vorher auch auf Englisch noch nicht gegeben hat. Davon haben wir auch eine limitierte Version, das ist die 0,5, würde ich sagen. Neuheit. Die sehr schick geworden ist mit ihren Metallkanten, muss ich sagen. Altgold-Metallecken, also altgoldfarbene Metallecken, Altgolddruck, braunes Kunstleder ist wirklich sehr schick geworden, ja. Und die dritte? Die dritte ist endlich mal wieder eine Neuheit für Deadlands. Das Buch der Toten, das es endlich mal zu uns geschafft hat, nach ein paar Schwierigkeiten an verschiedenen Stellen mit dem Buch.
das bedeutet, dass es jetzt auch endlich mit Deadlines weitergeht, ja. Aber ich glaube, am meisten wurde tatsächlich gewartet auf Space. Sieht so aus, im Moment würde ich sagen, von der Resonanz wurde am meisten auf Space 1889 gewartet, ja. Das heißt, wir können uns auch darauf freuen, dass es davon noch mehr geben wird in Zukunft. Ja, natürlich. Also es ist ja jetzt sowieso schon unter der Schirmherrschaft von Frank Keller das Venus-Quellenbuch schon einige Zeit in Arbeit. Wir werden eigene Abenteuer dazu schreiben. Wir werden möglicherweise englische Abenteuer übersetzen und halt an das Regelsystem anpassen. Da wird einiges zu kommen. Wir haben jetzt die Kera-Kampagnenbox auch nochmal ausgepackt. Magst du uns kurz beschreiben, was da alles drin ist? Abenteuer sind da nicht drin, richtig? Nein, da sind keine Abenteuer drin. Da sind zwei Bücher drin. Einmal der Almanach von Kera. Der ist halt der Hintergrund zur Welt Kera und zu den einzelnen Nationen. Und etwas dünner die Regeln von Kera, die sich halt die neuen Zusatzregeln enthalten, wie Regeln für die beiden neuen Völker, Halbling und Gnome, die man jetzt spielen kann. Und halt diverse andere Zusatzregeln für Abenteuer, die nicht im Dungeon spielen halt, ja. Okay, und eine große Karte von der Welt. Und eine große, circa A2 große Karte von der Welt, doppelseitig, einmal mit und einmal ohne Hexfelder. Damit man sich auch ordentlich verlaufen kann. Genau. Dann haben wir das Komplettpaket schon mal begutachtet. Magst du dann für Leute, die sich vielleicht nicht so auskennen mit Space, also das alte Space nicht kannten, kurz noch beschreiben, was das ist und was wir im Grundregelwerk haben? Kurz gesagt ist Space 1889 ein Science-Fiction-Rollenspiel. Aber Science-Fiction, wie man ihn sich halt in der viktorianischen Zeit vorgestellt hat. Also so, als hätte Jules Verne oder H.G. Wells oder Arthur Conan Doyle das geschrieben. Also mit Mars. Der Mars hat halt Kanäle, weil da Marsianer sind, die gegraben haben und da gibt es halt eine alte Zivilisation. Auf der Venus gibt es halt Dschungel mit Dinosauriern und Echsenmenschen und solche Sachen. Also Science Fiction, wie man ihn sich vor 150 Jahren vorgestellt hat halt. Und du sagtest auch, das Regelwerk und alles ist nochmal gründlich überarbeitet worden. Warum? Warum? Weil das alte Space, das halt 1988 rausgekommen ist, halt ein Regelsystem hatte, was nicht so elegant war, sage ich mal. Es ist halt von Game Designers Workshop rausgebracht worden. Die haben eher Cosims gemacht und halt Kriegsspiele in Anführungszeichen. Und das hat man dem Regelsystem auch angemerkt. Das jetzige Regelsystem ist halt ein sehr schnelles, einfaches Regelsystem. Ist dasselbe Regelsystem, was auch schon Hollow Earth Expedition benutzt. Das haben wir halt übernommen, ein bisschen angepasst, ja. Der Ralf Kurzi von neben mir macht nicht ganz dezent Werbung für orgpack.de, das ist nämlich seine Seite. Du machst eigentlich Fantasy-Musik, aber du hast auch noch eine andere Passion, nämlich Rollenspiele selber schreiben für Kinder. Ja, und zwar, das kam durch verschiedene Diskussionen in verschiedenen Foren und auch mit Leuten, die ich über euch kennengelernt habe. Zum Thema Rollenspiel. Und da haben wir festgestellt, dass die meisten Rollenspiele nicht so unbedingt so 1000-prozentig geeignet sind für Kinder. Also so ein Beispiel, unser Sohn, der durfte mal mitspielen beim DSA und der war dann auch ziemlich gut beim Zechen. Beim Trinken nochmal? Zechen, ja. Zechen, ja, war sehr gut. Und alle haben ihm dann so applaudiert, wie viel er vertragen kann. Und dann haben wir gemerkt, okay, nicht alles, was wir da beibringen den Kindern, ist so. Also ich sag mal, wenn ein Erwachsener das macht, dann weiß er, das sind Klischees, die einfach Spaß machen sollen. Aber ein Kind könnte da ein bisschen auch mit konditioniert werden. Und dann hab ich mir überlegt, also ich versuche mal ein Rollenspiel zu machen, wo man bedenkenlos auch die Kinder mitspielen lassen kann und was auch von den Regeln viel, viel einfacher ist, wie das, was wir so spielen. Ne? Und ja, dann habe ich vor einem Jahr oder zwei, war ich eine Woche im Krankenhaus und dann habe ich das Ding geschrieben. Und was hat das Kind jetzt für einen Namen gekriegt? Also am Anfang haben wir es genannt Zeit für Helden, fand ich einen super Name, aber dann habe ich gemerkt im Internet, wenn man das eingibt, da kamen tausend Sachen, nur nicht das, was ich gemacht habe, weil da gibt es glaube ich auch eine Gruppe oder sowas. Und dann, also der Kontinent, auf dem das spielt, heißt Tanduria und so haben wir dann das auch genannt. Gibt es dann also jetzt auch unter www.tanduria.de mit TH geschrieben. Und was ist so insgesamt das Konzept? Ist das, verteilst du das schlicht und einfach als Download oder wie wird das laufen? Ja, also es ist alles kostenlos. Also die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, wir haben immer gemerkt, dass auf den verschiedenen Cons die Leute immer dann älter wurden, die da rumliefen und haben gedacht, wir müssen auch mal ein paar Junge da
so rankriegen. Also insoweit sehe ich mich auch nicht als Konkurrenz zu den großen Geschichten, sondern einfach als Ergänzung, um, sagen wir mal, auch da Nachwuchs zu generieren. Und deswegen alles kostenlos. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es auch noch welche geben würde, Eltern vielleicht oder so, die mitmachen, die mal ein Abenteuer beisteuern und das dann auch bei uns dann kostenlos anbieten würden für die anderen. Du hast ja die ideale Testgruppe, du sagtest gerade, ein Kind von euch hat schon mitgespielt. Mhm. Ja, und also jetzt beide mittlerweile, das zweite ist 4 und wir haben Hänsel und Gretel mit ihm gespielt, haben den also so quasi mitten in das Märchen reingeschmissen und die wussten also auch schon, dass die Hexe auf jeden Fall der Böse in der Geschichte war. Und das hat ihnen tierischen Spaß gemacht. Also man sieht es ja auch, Lego, ne? Was verkauft sich gut? Herr der Ringe, Lego, Harry Potter, Star Wars. Also Kinder lieben Fantasy. Also das ist eigentlich gar kein Problem, die an sowas wie Rollenspiel ranzuführen. Ne? Und nehmen die nicht das Falsche mit, wenn sie die Hexe verbrennen bei Hänsel und Gretel? Naja, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, ne? Da noch so ein bisschen Moral auch mit reinzubringen. Ich gebe zu, bei Hänsel und Gretel hat es nicht ganz geklappt. Unser Jüngster wollte die Hexe schon bösartig fertig machen. Aber generell ist dann so deine Absicht ein bisschen halt eben auch Erziehung schlicht und einfach reizend. Ja, ja, also die Idee ist, ich sag mal, dass das System, also Gewaltfreiheit nicht, weil es gibt keine Gewaltfreiheit. Den Kindern kann auch irgendwann mal im Kindergarten oder in der Schule passieren, dass einer ihnen was auf die Glocke haut. Aber das System ist auf der Seite der Friedfertigen. Also wir sind nicht gewaltverherrlichend. Abgesehen davon, dass die Regeln also die Friedfertigen bevorzugen, was ist denn sonst noch in Anführungsstrichen kindgerecht? Ja, also wir haben also nicht sowas wie so einen dezenten Rassismus, also dass Sachen sich vererben. Das haben wir komplett rausgelassen. Und das System ist extrem leicht zum Beispiel. Also wenn ich eine Sache kurz erzählen kann. Am Anfang hat jeder 15 Punkte, die kann er verteilen auf Zauber oder auf Kampf. So, und dann wird nachher mit einem W6 gewürfelt. Alles extrem leicht und den Zauber, also jeder kann in dem System zaubern. Das wird also auch, selbst das wird nicht vererbt. Da ist man nicht besonders oder jemand besonders Tolles, sondern jeder, der das will, kann das von Anfang an versuchen zu tun oder kann das auch später noch steigern. Jetzt nochmal exklusiv für euch im DSA Extended Cut ganz viel Schweinskram im Raja Vademecum in einem Interview mit Evi Demertel, die das Ganze geschrieben hat und sie wird uns auch ein Stückchen daraus vorlesen. Viel Spaß und werdet nicht rot. Der Ton ist ein bisschen kaputt in diesem Video. Wir hatten technische Schwierigkeiten vor Ort. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber ich denke, man versteht trotzdem immer noch, um was es geht. Wir haben es uns hier stilvoll im Raja-Tempel auf der Feenkon gemütlich gemacht. Wenn ihr nicht wisst, was Raja-Tempel zu bedeuten hat, dann ist das vermutlich auch das falsche Interview für euch. Denn es geht um das Raja Vademecum, ein neues Büchlein aus dem Hause Ulysses. Und was ich bisher gehört habe, ist, es ist eine Menge Schweinkram drin. Ivi, du hast es geschrieben. Stimmt das? Ich habe es geschrieben, ja, und das mit dem Schweinkram ist relativ, würde ich sagen. Es sind viele schöne Sachen drin, es ist ein sehr erotisches Buch geworden, ganz im Sinne der Göttin, würde ich sagen. Wir haben auch viele wunderbare Buchmalereien von Verena Schneider, eine möchte ich hier vielleicht schon mal vorab präsentieren, die ganz, besonders explizit ist, damit alle eine Vorstellung davon haben, wie es werden könnte, wenn man dieses Buch kauft. Es gibt wunderbare Buchmalereien von Verena Schneider, die anders als bei den anderen Büchern der Vademecum-Reihe nicht im Holzschnittstil gehalten sind, sondern eben so, wie man das von klassischen Büchern kennt, die von Hand illustriert sind. All diese Bücher sind in-game auch von Hand illustriert, also es ist quasi jedes ein kleines Unikat im Spiel, wenn man es da benutzt, um Gebete vorzutragen und Ähnliches. Was sind denn so für Texte drin? Gebete hast du gerade schon erwähnt? Ja, Gebete sind drin. Es ist natürlich ganz viel drin über das Wesen der Göttin. Das fängt bei den unterschiedlichen Kulten an. Es gibt ja 3 große Kultrichtungen, die sind alle dargestellt. Dann gibt es natürlich auch Jenseitsvorstellungen und Ähnliches ist natürlich auch mit drin. Ganz viele Dinge über Tempeldienst und Ähnliches. Also es geht in dem Buch ganz explizit, möchte ich mal sagen, eigentlich wenig um das eine, nicht wenig, also nicht nur um das eine, nicht ausschließlich. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich das genauso geschrieben habe, wie ich jedes andere Buch geschrieben habe. Es sind Themen, für die ich mich durchaus interessiere bei denen ich auch das Gefühl habe, dass sich Menschen da draußen für interessieren und da ist eigentlich nichts bei, darüber zu schreiben, nein. Ich habe immer versucht, das so geschmackvoll wie möglich zu halten und das so zu machen, dass ich sage, okay, ich kann das vorlesen, ohne rot zu werden. Das wäre so das, was ich mich frage, wie macht man das, ohne dass man irgendwie vielleicht unfreiwillig Komik da drin hat oder eher so die peinlichen Momente?
Habe ich gesagt, dass da keine unfreiwillige Komik drin ist? Nein, die Komik, wenn da Komik drin ist, ist sie eigentlich immer sehr intendiert. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann, über solche Situationen einfach lachen. Das ist manchmal mit einem bisschen einem zwinkernden Auge geschrieben. Das war mir auch wichtig. Hast du eine Art Lieblingsstelle da drin, die du uns präsentieren kannst, so als exklusiven Auszug? Als exklusiven Auszug, eine Art Lieblingsstelle, ja. Ja, ich kann was vorlesen, ja. Hervorragend. Also so beim Durchblättern sehe ich sehr viel Raya Lindes Kuss. Das könnte, glaube ich, auch so eine Art Rosamunde Pilcher-Roman sein für Aventurien. Ja, das ist Raya Lindes Kuss, das ist eine Liturgie. Das klingt vielleicht nach Pilcher, aber Pilcher ist, glaube ich, für unsere Belange hier zu harmlos. Wir bekommen von der Herrin des Tempels hier Weintrauben. Vielen Dank. Dankeschön. Also in welchem Kapitel sind wir und was bekommen wir vorgelesen? Wir befinden uns an einer ganz speziellen Stelle, etwas weiter hinten im Buch. Und zwar, das ist die Stelle, wo die Liebesstellungen vorgestellt werden. Da gibt es auch eine mit dem ganz klangvollen Titel Die Besteigung des Jetulam. Und da werde ich jetzt ein kurzes Stück raus vortragen. Gemeinsam aber können Mann und Frau so den Gipfel der Lust erklimmen, wenn sie nur ihren Leib zu biegen vermag, wie eine junge Weide an den Ufern des altehrwürdigen Gardang. Sie teilte ihre Schenkel für ihn und während sie das eine Bein locker zur Seite gespreizt und seine Hüften geschlungen hatte, schwingt sie den anderen Schenkel bis hoch droben auf seine Schultern, sodass ihre Surab offen und reif vor ihm liegt wie die knospenden Blätter einer lieblichen Azizel. Er aber kann sich frei bewegen und schnell oder langsam in sie stoßen, während er ihren bebenden Körper vor sich sieht und sie sich hingegen an seiner wilden und ungezügelten Lust erfreuen kann. Also wir haben hier im Grunde dann auch noch sozusagen das kleine Liebeshandbuch zu den Gebeten und Kirchenhintergründen dazu. Ja, es ist im Prinzip alles drin, von dem man befürchtet hat und von dem man heimlich erhofft hat, dass es drin sein wird. Immerhin kann man jetzt am Spieltisch auch mit Fachbegriffen zotig werden. Also viel Spaß mit der Besteigung des Jetulam im Spiel. Sex, Sex, Sex. Das ist alles, woran Sie denken. Nach bislang eher dezenten Andeutungen machen die Bruderschwestern aus Waldems jetzt also richtig ernst und geben uns die diesmal volle Dröhnung Möppers. Keine schwarzen Balken, keine harten Fakten, keine Kompromisse, kein anderes Bier. Dafür aber stabile Stellungen und reichlich Expeditionen ins Jadereich. Oder, wie der ehrenwerte Erzkanziber, der erregt zu sagen pflegte, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das BBP-Produkt. Also BBP, Bus, Beine, Po. Aber ist das ein Grund zur Aufregung? Mitnichten. Wer Sonderbände zum Thema Mord, Totschlag und so richtig was auf die Fresse herausbringt, sollte mit ein wenig Haut und Zärtlichkeit auch keine Probleme haben, zumal man hier ja nicht gerade auf ironisch macht. Außerdem hat der Band, wie ich den besorgten Zuschauern nach erstem Durchblättern glaubhaft versichern kann, ja auch nicht nur Geschlechtsverkehr im Gepäck. Nein, es werden auch zahlreiche andere Aspekte der Raya-Kirche, wie etwa deren mystische Grundlagen und die verschiedenen Ausprägungen des Kultes in ptolemidischer und güldenländischer Tradition angesprochen. Als Begleitlektüre zum Schleiertanz kann der Band also durchaus sinnvoll am Spieltisch eingesetzt werden, so man auf diese Art von Ingame-Spielhilfen steht. Die bloße Verkürzung auf ein reines von Möpsen und Menschen Vademekum griffe hier, man möge mir diese Metapher verzeihen, auf jeden Fall zu kurz. Wem aber explizite Illustrationen die Schamesröte ins Gesicht treiben und wer nur auf einen Vorwand wartet, lautstark, das brauche ich nicht, das kann ich nicht oder früher hätte es sowas nicht gegeben zu stöhnen, dem kann ich den guten Ratschlag geben, die geforderten 15 Taler sinnvoller in solche Druckerzeugnisse investieren, bei denen man sich notfalls mit einem »Ich lese eh nur die Immann-Berichte« herausreden kann. Hier wird also nicht so heiß gegessen, wie es ausgepackt, gekocht wird. Tadeln muss ich aber eines dessen ungeachtet, wann kommt jetzt endlich das Ruhr- und Rohr-Vademekum für den reisenden Priesterphilosophen, hm? Dieser latente Garitschia-Zentrismus der Redaktion stimmt mich weiterhin nicht gerade wohlgesinnt. Aber was reg ich mich auf? Abwarten und Taf trinken, würde ich sagen. Der Rest wird sich zeigen. Preise die Schönheit, Bruderschwestern. Vielen Dank, Meridiana Josch.
jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, zum Gewinnspiel. Und zwar gibt es Dungeon Slayers, einmal das Grundregelwerk, falls ihr es noch nicht haben solltet, und die Kera-Box, in der die Welt vorgestellt wird, die, Zitat, genauso altmodisch ist wie das Rollenspiel selber. Ihr bekommt hier ein paar Zusatzregeln drin, eine schicke Karte, einmal mit, einmal ohne Hexfeldern und eine weitere Ausführung, was es überhaupt mit dieser Welt auf sich hat und warum man mit Licht und Schatten gegeneinander kämpfen muss. Die ist so brandneu, dass ich sie nur ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen anfassen kann. Bis sie bei euch ist, dürfte sie aber abgekühlt sein in den nächsten Tagen. Und was ihr tun müsst, um sie zu gewinnen, ist denkbar einfach. Ihr müsst den YouTube-Kanal hier abonniert haben und einen Kommentar hinterlassen, egal wie lang er ist oder was ihr darin sagt, es sei denn, ihr beleidigt irgendjemanden persönlich. Dann seid ihr raus. Im Ernst. Egal, wer es ist.